guten Morgen. Guten Morgen aus dem Auszug. Aufzug. Wir sind, wir gehen jetzt frühstücken, wir sind noch im Hotel halt. Ja, genau. Damm. D-A-M-M. So, wo sollen wir uns hinsetzen? Frühstück. Guck mal, Karina, siehst du das hier? An diesem Rosinendings sind so grüne Sachen drauf. Ist das Schimmel? Nee, oder? Das ist irgendein Kern. Sieht irgendwie so aus. Und Bierchen Müsli. So, Leute. Wir sind gerade am Bahnhof. Und... Oh Mann, scheiße. Hier gibt es gar keins... Ah, okay. Wir haben den... Lass mal rumstressen. Es gibt... Achso, was wir sagen wollten, wir haben unser Zug verpasst. Ohne Scheiße. Wir waren im Hotel und haben ein Taxi bestellt, aber irgendwie 10 andere Leute vor uns haben den Taxi vorher bekommen. Wir dachten uns so, hä? Und dann hat sich herausgestellt, dass diese Rezeptionistin irgendwie es nicht hingekriegt hat, einen zu bestellen. Ja. Ja. Ja, keine Ahnung. In Hamburg ist so mega kalt. Meine Hand friert ab beim Bloggen. Und was ich noch sagen wollte, gestern war es eigentlich noch ein voller cooler Abend. Also wir sind bis 1 Uhr nachts oder so oder 2 sind wir geblieben. Haben noch ein bisschen getanzt mit jemandem, den wir kennengelernt haben. Und an sich war es eigentlich ein recht lustiger Abend. Also es waren auch viele da, wo ich kannte. habe ein paar Kollegen von ProSieben getroffen, war ganz cool. Und so Leute von RTL waren da. Also es war echt alles so eine voll die gemischte Truppe eigentlich. Und ja, wir frieren. Ich habe meine Mütze vergessen. Also meine alte Mütze, meine neue Mütze ist ja kaputt gegangen. Beziehungsweise unsere Katze hat es kaputt gemacht. Ah, hier ist sogar unser Dings. Zuggleis. Ja, ja. Mann, ey. Das mache ich voll oft. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal zum Starbucks. Wärmen uns auf. Wir sitzen jetzt endlich im Zug. Und wir haben uns beim Starbucks noch was geholt. Das war Chai Tee Latte Soja und? Was soll ich? Nee. Zeitung für Sie? Nee, danke. Ich hab Hazelnut Hot Chocolate. Alter, ich bin so müde, gell? Ich bin einfach nur K.O. Gestern habe ich nur 2 Stunden geschlafen. Ich habe auch wenig geschlafen. Und heute habe ich geschlafen. 4 Stunden. 4 Stunden. Ich auch. Nee, ich war vor dir wach. Ja, ach Gott, ich bin so fertig. Wo ist hier dieser. Yeah. Hast du auch noch hier? Oh. Andere Seite. Katharina, du musst dich nach hinten lehnen. Hä? Du musst das da nach hinten drücken. Ja, mach ich doch. Geht nicht. Hä, sie verarschen. Guck mal, so. Ja, bei mir ist der Sitzvorgänger. Komm, jetzt. Geht nicht. Geht nicht. Scheiße. Ja gut, dann Pech. Jetzt fahren wir noch 5 Stunden. Ich
freue mich schon auf Mila und Nala. Mit unterwegs halten in Bielefeld und haben in der Sitte zu Matsch nach der Riesenaufwandung von Braunschweig und Magdeburg. In der Fahrzeit um 12.36 Uhr aus Gleis 10. Meine Damen und Herren, für die entstandenen Unannehmlichkeiten möchten wir uns hierbei entschuldigen. Sagen danke für die Reise. Die Ziele der deutschen Bahn. Gestern, wenn ich hier bin, jetzt hören wir uns anders. Today at Platform 3. Magdeburg, Departure Time 1276, Platform 10. Thank you for choosing Deutsche Bahn today. Take care and goodbye. Also, ich schneide gerade ein paar Videos. Gerade lebt. Ja. Und. Langweilig. Wir sind noch 3 Stunden unterwegs. 4 Stunden unterwegs. Ich lache die ganze Zeit auf den Mund. So. Also ich lache so hässlich, gell? Ich lache mir wieder, ey. Das sieht so scheiße aus. Ich habe Angst, dass die Leute kommen, weil ich nicht genug. Wir sind jetzt in Hannover. Ja, irgendwo da in der Nähe. Ich dachte, wir sind in Hannover gewesen. Irgendwo da in der Nähe. Ich bin gerade an Hannover Hauptbahnhof. Ach so, also, okay. Hallo. Anna ist jetzt gerade zum Bordrestaurant gegangen, weil wir voll Hunger haben. 6 Stunden fahren. 5 Stunden fahren, voll Hunger. Und Anna holt sich, ich glaube, Flammkuchen, wie ich sie kenne. Ja, ich bin so müde. Müde. Kat und ich haben uns jetzt was aus dem Bordbistro geholt. Yummy. Chili con carne. Ja. Ja. So Leute, wir wären fast weiter nach Zürich gefahren. Gerade in dem Moment, wo Anna aufgewacht ist, hat sie gesagt so, wir sind da. Und ich so, hä? Ich hab's gar nicht mitbekommen. Wir sind fast weiter gefahren nach Zürich, Alter. Jetzt, unsere Bahn hatte aber eine halbe Stunde Verspätung. Jetzt müssen wir gucken, wo wir jetzt wann unser nächster Zug kommt. Wo kommt der? Jetzt ist 15:45 Uhr. So, haben sie jetzt in die Bahn geschafft. Puh, war das ein Act. Echt? Nee, eigentlich nicht. Du bist so Spaß. Ich bin so am Arsch. Du bist so am Arsch. Was ist das für ein Finger? Das Mann hat nur noch zu. Das geht halt nicht so geschmeidig rein. Geschmeidig. Deswegen. Spaß. Was soll ich sagen? Ah ja, wir gehen noch gleich zum Arzt. Carina, aber du tust ja rausziehen. Nein, er tut's reinmachen. Achso, nee, aber. Genau so, so ist halt. So macht er. Ja, genau. Er macht. Störendes Geräusch, also sag mal, das tut doch in die Ohren weh. Schön. Schön grün. So, sind zu Hause. Waren beim Arzt, aber nur ganz kurz, weil Termin und so war. Und Müll. Haben jetzt erstmal alles aufgeräumt, haben den
unseren Kindern was zum Essen gegeben und so, alles sind versorgt. Hin Bubele kurz, haben Bubele kurz rumlaufen lassen. So, Kinder, hier seht ihr eine Frau in ihrem natürlichen Lebensraum. Was sagst du dazu? What? Ja, gell? Gut. So, also, ich mache jetzt ein Tutorial, wie man ein Hemd bügelt. Zeig mal. Deine Mutter zeige ich. Zeig mal deine Mutter, los. Zeig. Ja. Aber Ärmeln ist echt schwer. Wie bügelt man Ärmel richtig? Hier so. Ich habe erst ohne Schein erst 30 Minuten. Ich bügel meine Sachen nie. Frag Leo. Ja, das machst du fein. Ja. 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 You kidding. Genau das habe ich gesucht. Was? Ist dein Ernst jetzt, oder? So, Leute! Ich geh jetzt. Bubele, bist du Schluss? Ich muss von mir gestreichelt, wenn es kommt. Hier. Komm, Bubele, ich geb dir was zu essen. Slohoi, weißt. Zeit für mich ins Bett zu gehen. Krasser Scheiß, wie ich aussehe. Zeit für mich ins Bett zu gehen. Ciao.